Du bist ja nicht nur eine tolle Sängerin, sondern auch eine wunderbar tolle Songschreiberin, die auch für andere Leute viel schreibt. Für wen schreibst du oder hast du schon geschrieben? Peter Maffay. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist der Prominenteste. Es ist zeitweise halt so, dass manche möchten, dass man nur den Text schreibt, so wie Peter Maffay. Dann kommen auch Kollegen, die sagen, hättest du nicht einen Song für mich? Mhm. Und ich arbeite als Songwriterin nicht so, wie man sich das im klassischen Sinne vorspielt. Ich spiele kein Instrument, außer Blockflöte, wenn man das so nennen kann. Das ist aber auch wirklich gerade alles. Ich ersinge meine Songs. Ja. Das heißt, ich erschaffe die Melodie, singe die drauf, dann setze ich mich hin, arrangiere das mit dem Instrumentalisten zusammen und erarbeite halt einfach die Chords und all das. Und Texte dann dazu. Okay, es ist so, dass bei dir wirklich so, also du schreibst den Text und du erfindest oder du schreibst zuerst die Melodie. Immer erst. Ich bin Vokalistin, es geht immer mit Musik los. Okay. Und erst dann kommen die Worte und meistens fließt es sogar zusammen. Also bei Stadt oder so war es wirklich eine Sache von 20 Minuten. Okay, und fängt das auch an mit so einem Fantasie, Fantasietext? Ich weiß gar nicht, jeder hat da seine eigene Bezeichnung für. Ich nenne das immer Nachsprache. Okay. Da checke ich dann erstmal so die Melodie und wenn die gut vom Flow her, ich nenne das dann auch Flow, also ich erkläre euch jetzt die Begrifflichkeiten, wie ich mich dann erkläre musikalisch. Wenn sich das gut anfühlt und die Melodie halt wirklich einen geilen Flow hat, dann schließe ich die Augen und stelle mir den gesamten Song vor und ich höre den auch. Ich höre den im Kopf, ich sehe Bilder dazu, ich sehe Farben. Manchmal gehe ich dann hin zu meinem Gitarristen, zu meinem Keyboard und sage, hör mal zu, der Song ist knallerot. Der ist sowas von knallrot, das glaubst du gar nicht. Wir brauchen energetisches, feuerrotes, dermaßen geiles Farblicht, also in diesem Song. Was ich damit meine, ist einfach die Energie von dem Song, der Flow, die Gefühlsweise. Und automatisch fliegen mir dann Worte zu. Die passen dann zu der Farbe Rot, zur Blau, zu was auch immer, oder zu dem Bild, das ich vor mir habe. Geil. Das macht Spaß. Also ich habe mich schon öfter mal mit Songwritern unterhalten, jeder geht da anders vor. Der eine setzt sich morgens um 8 Uhr hin, klappt den Computer auf und schreibt erstmal einen Text. Und ich sage, wie machst du denn das? Das ist so bürokratisch, kriege ich nicht hin. Mir passiert es im Auto, dann muss ich rausfahren. Dann muss ich schnell machen, damit mein Handy das schnell aufnimmt, weil ich es vergesse. Oder ich liege im Bett und stehe wieder auf, nachts um 3, weil ich einen Song geträumt habe. Das ist mir auch schon passiert. Oder ich liege in der Badewanne und habe kein Handy zur Hand, kann die Tiergerät nichts. Das ist bei mir so spontan. Genau, und oft ist es dann ganz schnell weg, ne? Wenn du, also, ja, wobei ich habe die Erfahrung gemacht, weg, ne? Mit der Zeit habe ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn er dann am nächsten Tag noch da ist, manchmal habe ich dann auch mich selbst getestet, gesagt, weißt du was, rutsch mir jetzt einen Buckel runter, Song. Ich habe dich morgen früh entweder noch im Kopf, dann bist du gut. Oder bist weg. Ja. Und wenn er gut ist, dann ist er noch da. Geil. Das ist so mein Indikator, so. Funktioniert gut. Genau, und du hast, Schatten an der Wand war ein großer Durchbruch, dein erster Hit. Mein erster Hit, aber nicht der größte Hit. Nicht der größte Hit, der war welcher? Sehnsucht. Ah, okay. Sagt dir vielleicht jetzt nicht unbedingt was, weil man oftmals gar nicht wusste, dass Sehnsucht von der ist, die Schatten an der Wand gesungen hat, weil der Song war so bluesig, dass die also vieles gar nicht so gerafft haben, außer lief ich da im Video mit Lackklamotten rum. Okay. Und bei Schatten an der Wand war ich züchtig bis zum Rollkragenpullover, also ich hatte mich da auch ein bisschen gewandelt, vom Mädchen zur Frau. Und Sehnsucht war der größere Hit. Und spielst du... Spielst du die noch gerne heutzutage? Ich singe sie sehr gerne. Spielen kann ich leider nicht. Aber also du singst sie noch sehr gerne? Ich liebe sie sehr zum Singen. Also ich singe einfach liebend gern. Und erst recht, wenn man was Eigenes erschaffen und es dann auch noch Erfolg hat, ist es eben, ich bin da mega stolz drauf. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich überhaupt machen kann. Das ist, für mich ist es klasse. Ich singe.